Bei uns ist der Herbst jetzt angekommen. So richtig. Es ist auch nicht mehr 26 Grad warm wie jetzt im September oder Anfang Oktober, sondern es ist wirklich kalt geworden und es schreit nach Herbstrezepten. Also habe ich mir gedacht, teile ich mal drei Rezepte, die ich jetzt so gerne im Herbst mal koche, weil einfach das frische Gemüse nicht mehr ganz so präsent und verfügbar ist wie im Sommer. Teile ich mal drei andere sehr, sehr leckere Rezepte, die man auch in großen Mengen kochen kann und dann davon mal zwei, drei Tage zehren kann. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin die Lana und ich habe hier auf dem YouTube-Kanal ganz, ganz viele Rezeptvideos, Einkaufsvideos, Haushaltvideos und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich zeige dir jetzt einmal eine Kürbislasagne, Schweinefilet mit Champignons, finde ich sehr herbstlich. Und dann habe ich mir noch gedacht, einmal Ofengemüse, nicht mit dem klassischen Sommergemüse, Tomaten, Paprika und Co., sondern mal mit einer Herbstvariante. Ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Ich habe versucht, dass sowohl was Vegetarisches als auch was mit Fleisch mit dabei ist. Viel Spaß beim Zuschauen wünsche ich dir jetzt. Lass es dir schmecken, wenn du es nachkochst. Und gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben, wenn du gerne solche Rezeptvideos von mir siehst und einfach dich freust, inspiriert zu werden. Fangen wir mal an mit dem etwas anderen Ofengemüse. Ich habe dafür Süßkartoffel verwendet, dann Karotten und Rosenkohl hatte ich noch zu Hause. Und habe einfach alles Gemüse mal geschnitten und geschält. Angefangen mit der Süßkartoffel. Man kann natürlich auch normale Kartoffeln hernehmen. Karotten auch geschält und geschnitten und dann genau in so kleine Würfel, damit die vor allem auch die Kartoffel schnell durch wird, weil die braucht ja eigentlich am längsten und Rosenkohl bräuchte jetzt nicht so lang. Und deswegen habe ich versucht, die Sachen, die lang brauchen, kleiner zu schneiden und die Sachen, die weniger lang brauchen, habe ich groß gelassen, wie jetzt den Rosenkohl. Dann habe ich gewaschen und dann einfach halbiert, alles in die Form gegeben. Und dann habe ich eine Marinade gemacht mit Honig und Senf. Das mag ich richtig gern. Kann man sich am Anfang nicht so vorstellen, was Süßes da dazu. Aber mach einfach mal. Schmeckt richtig lecker. Vor allem auch mit normalen Kartoffeln. Dann gut Öl. Ich finde, bei Ofengemüse ist es A und O viel Öl. Und dann hatte ich noch eine halbe Zitrone, die habe ich dann noch reingequetscht. Und dann habe ich das natürlich auch noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und einfach alles in so einen alten Marmeladenglas reingeschüttet, weil damit kann man das dann richtig gut shaken und damit vermengt es sich dann richtig, richtig einfach. Manche haben ja auch von Tupper so einen Shaker, glaube ich, gell, gibt's. Aber es geht auch einfach ein altes Marmeladenglas und dann über das Gemüse geben und dann mit den Händen einfach einmal gut durchmischen, sodass überall was ist. Und dann habe ich das Ganze bei 180 Grad im Backofen getan. Ich habe es ein bisschen zu lang drinnen gelassen. Also ich glaube, so um 25 Minuten dürften eigentlich reichen. Und ich habe es dann auf mittlerer Schiene 180 Grad Umluft einfach mal backen lassen und habe dazu noch einen Salat gemacht mit Gemüse, das ich noch im Kühlschrank hatte. Mega lecker. Unser zweites Rezept ist das Schwammerl mit Schweinefleisch, Schweinefilet. Und ich habe das Schweinefilet in so ungefähr 1 bis 2 cm große Streifen geschnitten, damit ich das einfach anbraten kann und dass es dann auch nicht so große Klumpen sind in der Soße. Und habe das gut gewürzt. Ich hatte noch so ein Barbecue-Grill-Gewürz. Habe mir gedacht, das passt vielleicht da ganz gut. Ich suche einfach immer, was ich in meinem Vorratsschrank oder meinem Gewürzschrank so habe. Dann habe ich es einmal gewendet und dann auch noch mit ein bisschen Salz und Pfeffer gewürzt. Dass einfach eine schöne Würze an dem Fleisch ist. Und dann habe ich das Ganze rausgebraten, nachdem es natürlich gut gewürzt war.
Bei uns nicht ganz so weit entfernt gibt es die Stadt Bad Hallstatt und da gibt es ganz besonderes Salz und ich habe da mal so ein Rauchsalz bekommen und ich weiß immer nicht genau, zu was denn das alles passt, aber ich habe mir gedacht, zu diesem Fleisch passt vielleicht so ein bisschen ein rauchiger Geschmack. Habe es einfach mal probiert, hat gut geschmeckt. Ich merkte nicht so einen großen Unterschied an verschiedenen Salzen. Alles einfach in Öl gegeben und dann anbraten lassen. Und in der Zwischenzeit habe ich dann die Zwiebel und den Knoblauch klein geschnitten und nach einer Weile auch in die Pfanne gegeben. Und dann die Schwammerl, heißt es bei uns, oder Champignons oder Pilze, habe ich dann auch noch halbiert, in so halbe Scheiben geschnitten, anbraten lassen und dann mit Sekt aufgegossen, weil ich keinen Weißwein mehr hatte. Aber das geht genauso, glaub mir. Gemüsebrühe habe ich drüber verteilt. Damit das Ganze auch ein bisschen Geschmack annimmt. Und dann habe ich das Wasser aufgekocht, gut Salz schon reingetan und habe so Bandnudeln dazu gemacht als Beilage. Man kann natürlich auch super Reis dazu machen oder was auch mega einfach und mega lecker wäre, wären jetzt Semmelknödel. Gell? Das passt immer gut zu so einer Pilzrahmsoße oder generell zu einer Rahmsoße. Und dann habe ich noch ein bisschen Sahne zu dem Pilzen und zu dem Schwein gegeben. Ich hatte so eine vegetarische Sahne zu Hause. Das ist eigentlich die ich meistens benutze. Dann alles gut miteinander vermengt und immer wieder auch gewürzt. Ich habe zum Beispiel noch so eine Zwiebelsuppe zu Hause gehabt und ich weiß, dass meine Mama manchmal damit auch gewürzt hat und das war mega gut. Kann ich nur empfehlen. Als nächstes machen wir uns an unsere Kürbislasagne. Dafür brauchen wir all diese Zutaten und ich habe einfach damit angefangen, Hackfleisch anzubraten, Zwiebeln und Knoblauch dazugegeben und das Ganze mal schon mal gewürzt. Und ich habe dann auch wieder mit Sekt das Ganze abgelöscht, weil ich nicht extra einen Rotwein aufmachen wollte. Und geschmacklich gibt es ja ungefähr dasselbe her, nicht ganz, aber einfach für diesen Alkoholsäuregeschmack. Stückige Tomaten dazugegeben, Lorbeerblatt und Wacholderbeeren, einfach noch ein bisschen gewürzt. Bei den einen stückigen Tomaten war auch schon Basilikum zum Beispiel mit drin. Und nachdem das Ganze geköchelt ist, habe ich dann noch Balsamico mit dazu geschüttet. Das war mega gut, also habe ich zum ersten Mal ausprobiert, würde ich auch wieder machen. Aber ich habe die Hackfleischsoße, habe ich schon so eine Dreiviertelstunde köcheln lassen. Und dann erst habe ich die Bechamelsoße im Thermomix gemacht. Die mache ich deswegen dort so gerne drin, weil man es dann nicht rühren muss. Geht mega einfach in dem Thermomix. Und ich gebe dann immer zum Schluss noch Parmesan mit dazu, so ungefähr 100 Gramm. Das ist so eine geniale Idee. Also das musst du unbedingt mal ausprobieren. Bechamelsoße ganz normal machen und zum Schluss dann einfach noch Parmesan drüber. Naja, dann habe ich angefangen, meine Lasagne zu beschichten. Zuerst Hackfleischsoße, dann die Nudeln, dann Kürbis dazugegeben und über den Kürbis dann die Bechamelsoße. Ich habe den Kürbis übrigens nicht gekocht, nicht gewürzt oder sonst irgendwas. Einfach so dazugegeben und der wurde richtig weich. Also man braucht ihn echt nicht vorkochen. Nachdem dann die Auflaufformen relativ voll waren, habe ich zum Schluss einfach nur eine Bechamelsoße, dann ein Lasagneblatt, dann nochmal Bechamelsoße über das Lasagneblatt gegeben und mit Käse getoppt. Und dann habe ich alles bei 200 Grad, ungefähr 30 Minuten in den Backofen gegeben. Das waren meine Reste. Die habe ich eingefroren und mache daraus mal irgendeinen Auflauf. Und es war lecker, aber ich mag Lasagne ohne Kürbis lieber, habe ich beschlossen. Aber man kann es gerne mal ausprobieren, gerade in der herbstlichen Jahreszeit. Viel Spaß beim Nachkochen. Okay. Jetzt bin ich am Ende meiner drei Rezepte. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so war, gib dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben. Und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal Lanas einmal eins zum Leben. Und schau auf jeden Fall eins der anderen Videos an, die ich dir hier vorschlage. Ciao!